Aber Glückwunsch, André, heute. Unser Wühlbüffel hat dann 6 zugeschlagen. Erstmals gewonnen in dieser Saison für den großen SCU. 2-1 im Moment. Du hast gegen Longhorn so gespielt. Irgend sowas in der Art, genau. War relativ klar, oder? Ja, eigentlich schon. Also ich kannte ihn nicht, also bevor ich auf den Platz gegangen bin. Keine Ahnung, was mich erwartet hat. Und dann ersten paar Spiele ging er ziemlich schnell. Hat mir wieder einfach Ball reingespielt, nicht groß gut gespielt, sondern einfach nur irgendwie spielen lassen. Hat ziemlich viel Fehler gemacht. Also das ging dann eigentlich von alleine, ohne dass ich groß gut spielen müsste. Und dann hat er sich bei Breakball im ersten Satz gleich, zweiten Satz am Anfang, hat er sich gleich irgendwas am Bein getan, hat irgendwas geknackst und hat er aufgegeben. Dann ging es ziemlich schnell über die Bühne. Du hast dich auch nicht verunsichern lassen von einigen Schiedsrichterentscheidungen. Ich habe in dieser Saison des Öfteren schon ein paar Problemchen mit den Schiris aus Germany. Das stimmt, ja. Merkt man einen großen Unterschied zwischen den Schiedsrichtern im Gegensatz zu denen auf der Tour? Auf der Tour, weil ich spiele ja nicht auf der Tour, deshalb kann ich dir schwer antworten. Aber in Amerika zum Beispiel, also das ist halt immer schwer auf dem Schiedsrichterstuhl. Also auf Hartplatz ist es noch was anderes, weil du siehst den Abdruck ja nicht. Deshalb, da ist es halt eine Tatsachenentscheidung und hier in Deutschland müsstest du es eigentlich schon sehen. Vor allem jetzt im ersten Spiel gleich wieder bei 30 Leute. Das erste Aufschlag deutlich, also so ein Stück aus und ich stehe halt ziemlich weit hinten im Return und dann hat er den halt gut gegeben und der Punkt war halt weg. Ja, das muss man halt einfach sehen, vor allem auf der Schiedsrichterseite, also auf der anderen Seite, Far Sideline ist was anderes, aber schon schade gewesen. Manchmal letztes Mal auch ziemlich bitter im Doppel, schlechte Entscheidung gegen uns, aber ja, bei Rot damals, ne? Unfassbar, ja, richtig schwach. Ja. Ja. Aber manche munkeln trotzdem, dass du bereits auf der Tour spielst, und zwar im Doppel, ne? So. Top 100, gibt es da Gerüchte? Also bis jetzt habe ich noch nichts gespielt, ne? Also ist es dein Ziel, mal die Top 100 anzugreifen im Doppel? Also wie gesagt, ich habe noch gar keine Top-Turniere gespielt im Doppel, also Turniere im Doppel, spiele auf der Tour, deshalb eigentlich nicht, aber mir haben schon einige Leute gesagt, dass ich im Doppel gute Chancen hätte, da vielleicht ein bisschen was zu bewirken. Du könntest der neue Alex Waske werden? Ja, ja, naja, so viel zuversichtlich bin ich nicht, aber schauen wir mal. Vielleicht mal ab und zu, aber jetzt erstmal wichtige Dinge in dem. Ja. Und jetzt, was meinst du, geht heute was, oder? Auf jeden Fall, 2-1 ist schon mal gut. Das heißt, wir können schon mal nicht nach den Einzelnen so spielen, dass wir nicht mehr gewinnen können. Das heißt, wir haben schon mal mit unserer SCU-Doppelschlag eine Chance. Ja. Deshalb hoffe ich mal, dass der Aumüller hier noch, der sieht ganz gut aus, gerade 4-1 vorne, dass wir den Punkt noch irgendwie holen und dann vielleicht noch irgendwo eine Chance haben. Und so ein 3-3 würde ich mich schon zufrieden geben, weil wir, glaube ich, heute gute Chancen haben. Weil mein Gegner aufgegeben hat und ich bin mir nicht sicher, ob die noch einen Ersatzspieler haben. Ja. Weil der Teammanager hat schon gefragt, ob die den trotzdem aufstellen dürfen wegen Aufgabe. Deshalb hoffe ich mir mal ein 3-3 oder im Idealfall 4-2. Schauen wir mal. Hoffen wir natürlich auch, ne? Ja. Schon die noch ein bisschen, Wühlbüffel. Mach mal. Kommt jetzt nochmal, ne? Danke dir. Gute.